Es gab ein Post bei euch, da stand, was bringt dir ein Zertifikat, wenn du nicht in die Umsetzung kommst? Und das ist halt mein Game Changer gewesen, weil ich dachte, ja, okay, ich habe jetzt die B-Lizenz, aber was mache ich jetzt? Mit 37 willst du nicht als Saftschubser in irgendeinem Fitnessstudio nochmal bei Null anfangen? Und ich dachte mir, ja, genau das ist es, womit ich vielleicht in die Umsetzung kommen kann und meinen Traum verwirklichen kann. Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Pete R. Willkommen auf unserem Hit the Beat YouTube-Kanal und ich freue mich mega auf dieses Interview heute, auf diesen Erfahrungsbericht. Das kann was werden. Diese Frau hat echt eine Menge Energie. Bin da gespannt, was heute bei rumkommt. Lass uns doch direkt starten. Christa, erstmal danke, dass du hier am Start bist. Ganz kurzes Intro. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Christa, waschechte Berlinerin, 37 Jahre alt, alleinerziehend und ja, wohne auch in Berlin, bin hauptberuflich im Büro tätig, komme eigentlich so aus dem Rechtsanwalts-Forderungsmanagement-Bereich und ja, habe Hit the Beat für mich entdeckt. Cool, ja, schön, dass du mein Intro direkt auch aufgreifst. Du bist Hit the Beat-Trainerin. Sag mir doch mal bitte, was hat dich gecatcht, die Ausbildung zu machen? Warum hast du das getan? Ja, das ist eine gute Geschichte. Und zwar in Corona-Zeiten war es so, alleinerziehend war ich auch erst im Fitnessstudio. Im Group Fitness sozusagen Bereich bin ich jetzt seit circa 12 Jahren immer so als Teilnehmerin gewesen. Mit Corona kam ja die Schließung. Dann habe ich überlegt, okay, ich mache das Ganze zu Hause. Habe mir dann überlegt, okay, ich muss mir irgendwie das Wissen aneignen, warum, was passiert da eigentlich im Training. Habe dann irgendwie die B-Lizenz für mich angefangen, habe gesagt, das mache ich jetzt auch mal nebenbei. Und in dieser B-Lizenz kam über Instagram dann die Werbung von Hit the Beat. Und ich habe ein Video gesehen mit Mathilda, Lisa, Mikey. Ich glaube, das war was in der Türkei. Genau, und das war ein Video. Ich habe das gesehen und dachte, geil, das willst du auch machen. Das fetzt. Also es hat mich so gecatcht. Ich hatte das letzte Mal auch gleich wieder gepostet, weil, ja, mich catcht das halt immer wieder. Und ja, dann kam auch die Werbung dazu, dass man sich irgendwie für eine Bewerbung dort anmelden kann. Und dann hatte ich meinen ersten Call auch mit Daniel. Und ja, in dem Call, da war ich aber noch in der B-Lizenz-Ausbildung und hatte dann gesagt, ja, okay, ich möchte das erstmal fertig machen. Und das war auch in Ordnung. Und dann hatte ich meinen zweiten Call mit Hai. Und dann, ja, saß ich da und dachte, wow, ich mache es jetzt, ja. Cool. Kannst du versuchen, nochmal in deinen Worten zu beschreiben, was hat gefetzt, gecatcht? Was war es ganz genau? Waren es die Übung, die Musik, die Leute, die Atmosphäre? Was war da der Punkt, wo du sagtest, ich rufe die jetzt an? Als ich das Video gesehen habe, war das gleich, also ich bin sowieso schon immer sehr musikalisch unterwegs, war als kleines Mädchen schon immer irgendwie diejenige, die vor anderen Menschen irgendwie tanzen konnte oder so. Und mir hat mega krass gut in dem Video gefallen und das kam halt sofort bei mir an. Die Beats, die Bewegung zu den Beats und das ist halt einfach, es war nicht nur so ein reines, wir stemmen hier Gewichte, sondern es war tänzerisch mit Workout verbunden und das hat mich gecatcht mit den, also in dieser Verbindung mit diesen Beats. Oh, ich krieg da auch gleich eine Gänsehaut. Ja, also ich weiß das noch ganz genau, wie ich das gesehen habe und mich das sofort mitgerissen hat. Und ich dachte, geil, das willst du auch machen. Also ich hatte nicht erst den Ansporn, boah, das will ich mal irgendwie als Trainerin machen, sondern da dachte ich erst so, okay. Aber ich wollte das auf jeden Fall mal probieren. Cool. Und als du dann den Call hattest mit Hai, hattest du irgendwelche Zweifel, also während des Calls, während der Zeit, bevor du dann die Ausbildung quasi gebucht hast bei uns, kam da irgendwas in den Kopf, wo du dachtest, boah, soll ich es machen, wieso nicht, was, gab es da irgendwas? Nein, ganz klar nein, das war,
Ich glaube, Hai meinte auch, das war, glaube ich, der längste Call, den er je hatte irgendwie. Und er meinte dann auch irgendwie, da waren nur gute Gründe. Also alle meine Fragen wurden beantwortet. Und dieser Call, der war irgendwie so aufgebaut, dass, also selbst ich habe dann gesagt, ich weiß noch gar nicht, wie ich als Trainerin irgendwie das dann umsetzen soll. Und selbst diese Fragen, da hat er mir geholfen und hat mir sämtliche Unsicherheiten irgendwie rausgenommen, wo ich dachte, ja, aber was fange ich denn dann an oder was mache ich dann mit diesem Zertifikat? Weil das war nämlich auch der Ursprung. Es gab einen Post bei euch, da stand, was bringt dir ein Zertifikat, wenn du nicht in die Umsetzung kommst? Und das ist halt mein Game Changer gewesen, weil ich dachte, ja, okay, ich habe jetzt die B-Lizenz, aber was mache ich jetzt? Mit 37 willst du nicht als Saftschubse in irgendeinem Fitnessstudio noch mal bei Null anfangen. Und ich dachte mir, ja, genau das ist es, womit ich vielleicht in die Umsetzung kommen kann und meinen Traum verwirklichen kann. Also ich hatte nur gute Gefühle bei dem Call und vor allem nach dem Call. Es war so richtig eigentlich in dem Moment sogar so eine Erleichterung. Wow, ich mache das jetzt. Krass. Cool, ja, freut mich sehr zu hören. Man sieht dir die Energie an und das Glück. Das Zertifikat, ne? Du hast die Werbung gesehen. Was bringt dir das nächste Zertifikat? Was bringt dir denn dieses Zertifikat jetzt? Weil du hast ja die Ausbildung bestanden. Dann sag mal in deinen eigenen Worten, was hat dir dieses Zertifikat gebracht? Jede Menge. Ich habe jetzt zwei Zertifikate, einmal die B-Lizenz und einmal das zur Hitze-B-Trainerin. Und das ist, wow, ich kann es gar nicht beschreiben, weil am Anfang sieht man einen Preis und man weiß einen Preis gar nicht zu schätzen. Und am Ende hast du dieses Zertifikat in der Hand, aber es ist nicht nur dieses Zertifikat, es ist die Community, es sind die Menschen, die ich da mit der Ausbildung kennengelernt habe. Es ist die Erfahrung mit mir selbst, mit anderen Menschen. Es ist mein Wachstum innerhalb ich habe im Dezember angefangen, was haben wir jetzt im Mai, wie sich mein Leben verändert hat und vor allem, was ich für Energie jetzt schon von meinem Umfeld bekomme. Also als Feedback auch, wie ich mich verändert habe. Nicht mal, die haben nicht mal Kurse bei mir mitgemacht, aber die sagen, Christa, ich muss unbedingt mit dir einen Kurs machen. Die sind in Hamm oder sonst wo unterwegs und die sagen, ich muss unbedingt live mit dir mitmachen und du sprühst das richtig aus, was du da lebst. Und die sagen auch das auf Instagram, dass sie sehen einfach irgendwie so, ich stelle mich jetzt nicht hin und mache Hi, sondern ich lebe das einfach. Und ja, das ist halt einfach meine absolute Leidenschaft geworden. Und manchmal, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, ich sage dann immer, kennst du das, wenn du dich verliebt hast? So ein bisschen ist das mit Hitzebeat irgendwie. Und das ist, jeden Tag stehst du aufs Neue auf und du kannst an nichts anderes denken, außer daran. Und diese ganzen Kalendersprüche und so kann ich jetzt erst nachvollziehen, weil es stimmt. Also wenn du an etwas nicht aufhören kannst zu denken und du musst weitermachen, dann musst du weitermachen und das tust du dann auch einfach. Und das fühlt sich auch nicht für wie Arbeit oder irgendwas an, sondern ja, es gibt dir ganz viel zurück, was man aber nicht in Worte, nicht in Geld oder irgendwas fassen kann, sondern das ist viel höher. Ja, freut mich, dass diese Gedankengänge von dir da halt so schöne Emotionen auslösen, diese Energie, man merkt sie. Und geil, dich jetzt quasi im Team zu haben. Ich sage das einfach mal den Leuten nochmal, dass uns halt auch wichtig ist, die Leute nicht nur fachlich auszubilden, sondern wir legen großen Wert auf Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstsein, einfach von innen heraus zu wachsen, um selbstbewusst vor einer großen Gruppe zu stehen. Und da reicht die fachliche Ausbildung nicht. Wie ihr seht, hat Christa das auf jeden Fall live miterlebt. Und du warst vor kurzem, du hast kurz die Community angesprochen. Wir hatten das Hit the Beat Event in Berlin. Ohne das zu erklären, was da passiert ist, wie hat sich's angefühlt, den Tag da mit uns zu verbringen? Dieser Tag ist, ich habe es gestern erst mit einer Freundin auch nochmal am Telefon, bin ich den Tag durchgegangen. Der ist für mich episch gewesen, weil, also A, natürlich jetzt waren durch Corona solche Events sowieso so gar nicht gegeben, aber dieses Event war einfach,
Wahnsinn, weil ich habe noch nie solchen Spirit unter so vielen unterschiedlichen Menschen erlebt, die aber wirklich, also jeder so mit seinem eigenen Ziel, trotzdem an das gemeinsame Glauben und dass man sich trotzdem, alle waren sich fremd und vielleicht kannte man ein, zwei Leute und trotzdem war man sich nah und so ist es halt auch. Zum Beispiel bei Instagram oder mit meiner Mastertrainerin irgendwie, ich habe die noch nie live gesehen und trotzdem fühlt man sich halt verbunden und dieses Event, das war echt Hammer. Du hattest Mindset dabei, wir hatten die Dance Class mit der Mintu, wir hatten das Training mit dir, ja, also unbezahlbar, richtig cool. Und wir haben eine Challenge gedreht und wir hatten einfach nur richtig Spaß zusammen und jeder hat danach einfach nur gegrölt und meinte, boah, ich habe den Muskelkater meines Lebens. Ich dachte, wir sind schon Trainer, aber nein, auch wir kommen immer wieder an unsere Grenzen und das ist auch so schön zu sehen, dass wir so gemeinsam zusammen weiterwachsen und das Event war Hammer. Einfach nur, also ich sehe jetzt noch immer die Bilder und kriege Gänsehaut. Das ist so, ich weiß nicht, wenn jemand anderes das noch nie erlebt hat, vielleicht kann man es mit so einem Konzertbesuch seiner Lieblingsband vergleichen oder so, wo du dann auf einem Konzert so und dann gemeinsam das gleiche Lied und alle fühlen sich verbunden, so war das. Cool. Ja, freut mich mega zu hören. Und was ich jetzt einfach mal so rausgehört habe, auch als du dich vorgestellt hast, wir haben ja kurz vor dem Videoanfang ein bisschen miteinander gesprochen. Du bist ja quasi auch auf der Arbeit gerade. Du bist, glaube ich, alleinerziehende Mutter. Ja. Und jetzt wird man sich da denken, das wären ja viele Einwände, die Ausbildung nicht zu machen. Ne? Keine Zeit, zu viel zu tun, dann noch hauptberuflich tätig. Wie hast du es geschafft, die Ausbildung zu absolvieren in diesen, ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, 3-4 Monaten oder vielleicht? 3 Monate. Ja, Drei Monate. Wie geht das? Dazu auch, ihr hattet einmal einen Post von wegen, wie setzt du deine Ziele, ne, mit spezifisch, messbar und so, auch da wieder, man wird irgendwie mit Hitzebeat die ganze Zeit begleitet, da auch dran zu bleiben, sein Mindset irgendwie zu erweitern und wie habe ich das geschafft? Am Ende ist es so, es gibt eigentlich keine Ausreden, auch nicht, dass du alleinerziehend bist, weil bei mir war der Punkt, ich habe gesagt, ich will das schaffen und bei mir war das Ziel, definitiv bis 7.4. werde ich meine Ausbildung, bin ich lizenzierte Hitzebeat-Trainerin und ich habe mein Datum sogar auf den 7.3. dann gelegt und bin da mega stolz drauf, weil ich habe mir die Zeit halt wirklich abends genommen und das ist halt einfach auch das Coole an der Online-Ausbildung, das habe ich halt so, sozusagen nur im theoretischen Teil schon in der B-Lizenz gelernt, aber bei euch war das natürlich nochmal was ganz anderes, weil ich musste jetzt abends dann praktisch lernen und mich in den Übungen üben und ich dachte auch am Anfang, krass, Christa, ganz ehrlich, du hast noch nie einen Kurs gegeben und da ist so viel drin in so einem Kurs, ne? 55 Minuten, das schaffst du nicht in 3 Monaten zu lernen, dass du das alles in deinem Kopf, ich bin auch so ein bisschen so eine leicht zerstreute manchmal, weil ich so ein Energiebündel auch bin und es ist echt Wahnsinn, aber du kriegst anhand dieser Ausbildung einfach wirklich Stück für Stück alles mit, dass du das Step für Step so aufbaust, dass du auf einmal so einen roten Leitfaden in deinem Kopf hast und sagst, hier geht's lang. Cool. Und cool. Also es gab halt auch nicht den Punkt des Aufgebens oder so, weil du wirst durch Support-Calls unterstützt, du wirst durch deine Mastertrainer unterstützt, du kannst sämtliche Fragen auch ja direkt an Breakletics stellen. Ich habe mich mit anderen Trainees verbunden. Wir haben uns auch per Zoom oder so nochmal korrigiert oder geguckt, hey, mache ich hier irgendwas falsch? Mache ich das anders oder so? Also ich glaube, wenn du es willst und wenn du einen Weg gehen möchtest, dann findest du auch eine Lösung dafür. Und davon bin ich halt überzeugt. Da gibt es keine Ausreden. Und gerade dann, wenn du alleinerziehend bist, nimm dein Kind mit, mach mit dem Kind zusammen dann den Kurs, mach Sport mit dir zusammen. Sie legt mir mittlerweile Kuscheltiere hin und dann sagen wir, gut, das sind dann unsere Trainierenden sozusagen und die unterrichten wir heute, ja. Cool, ja, dein Kind wird auf jeden Fall mit coolen Beats erwachsen. 5, 6, 7, 8 hat sie jetzt schon drauf. Ja. Und den Kind braucht Sport.
Cool. Ja, kann stolz auf sich sein. Schön, diese Reise geschafft zu haben in dieser kurzen Zeit. Mega. Ich sehe dich ja auch auf Insta und dass du bei den Challenges mitmachst, auch viel Zeit investierst in der Community, dich austauscht. Auch der richtige Weg, ne? Man muss sichtbar sein, man muss sich ja auch zeigen, sonst sieht einen ja keiner. Auf jeden Fall bist du da auf dem richtigen Weg. Du sprichst jetzt hier schon sehr oft vom Mastertrainer. Kannst du in deinen eigenen Worten wiedergeben, wer ist das? Wer war das für dich und was hat die Person mit dir gemacht? Meine Mastertrainerin war die Lisa. Und ja, Mastertrainerin, die Mastertrainerin bekommt man ja durch Abschluss oder Absolvieren seines ersten erfolgreichen Videos und dann wird ja bekannt gegeben, wer wird dir sozusagen als dein, ja, wie soll ich denn das sagen, persönlicher Coach zur Seite gestellt, Mentor. Genau. Und dann wurde es tatsächlich Lisa, was ein bisschen magisch war an der Sache, weil Lisa war tatsächlich die allererste, die mir von Hitzebeat so aufgefallen ist, wo ich irgendwie auf dem Profil war und auf einmal wurde genau sie meine Mastertrainerin. Das war echt, ja, ein little bit spooky. Aber total schön, weil genau zu ihr habe ich mich auch so irgendwie hingezogen gefühlt. Und ja, Lisa gibt mir dann halt meine Video-Feedback. Sie korrigierte mich. Sie hat mir qualitativ einfach so viel gute Punkte mit an die Hand gegeben. Also was ich gut gemacht habe, aber auch woran ich noch arbeiten muss. Und hat mir das teilweise, also hat mir das wirklich auch dann so gezeigt, dass ich das auch umsetzen konnte und auch an mir arbeiten konnte und wusste, okay, das und das sind die Punkte, wo ich sozusagen mich noch entwickeln muss oder kann, aber mich genauso weiter auch motiviert und wenn ich irgendwelche Sorgen oder Probleme hatte, dann konnte ich mich halt auch an meine Mastertrainerin wenden. Genau, also meine Mentorin, die auch sogar jetzt nach der Ausbildung, ja, also für mich noch auf jeden Fall so da ist, wo ich mich weiterhin also nie alleine fühle. Und das war halt auch so bei Hitzebeat der Aspekt, den ich halt aus der anderen Ausbildung nicht so kannte, dass du nie das Gefühl hast, du stehst mit irgendeiner Sache alleine da. Also es gibt immer irgendjemanden oder irgendwie einen Punkt, wo du sagen kannst, da kannst du dich austauschen, du kannst Fragen stellen. Ja, du bist einfach überhaupt nicht alleine unterwegs und das ist so ein, wir machen das gemeinsam und nicht gegeneinander oder so. Oder einer ist besser. Also das war zum Beispiel auch das Erste, was mich im Call so mitgezogen hat, dass man gesagt hat, so, das ist hier kein Wettkampfdenken. Es geht hier nicht um Leistung, sondern dass wir zusammen halt einfach wachsen und rauskommen. Da werde ich der Lisa und dem Hai ausrichten, dass ich sie nicht feuern muss. Nein. Naja, freut mich, dass die da so gute Arbeit lassen und euch so da supporten und unterstützen. Für viele ist von meinem Gefühl auch manchmal Hit the Beat nicht greifbar. Was ist das? Hit, Musik, Beats, du hast am Anfang gesagt tänzerisch. Hab das Gefühl, jeder beschreibt das ein bisschen anders, jeder nimmt das ein bisschen anders wahr. Kannst du in deinen eigenen Worten jetzt, wo du jetzt seit circa 5-6 Monaten Kontakt mit uns hattest, ja auch schon Kurse gibst, mal beschreiben, was ist Hit the Beat, wenn du das jetzt jemandem erklären müsstest, der keine Ahnung hat? Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele selbst durch eine gute Beschreibung, dass man sagt, High Intensive Workout mit funktionalen Übungen, können die Leute nichts mit anfangen. Coole Beats, ja okay, cool, aber können sie auch weiter nichts mit anfangen. Mitreißende Beats spricht das dann, glaube ich, schon eher an. Und ja, ich würde einfach sagen, also ich erkläre das in den Kursen halt dann auch immer so, du hast ein Ganzkörper-Workout mit tänzerischen Elementen, aber wirklich so, dass du dein Level findest. Ich biete dir Variationen an und du findest dein Level. Und das sind in der, also ich finde, gängige Übungen, also wie zum Beispiel die Squat, die Plank oder so, die jeder schon mal gesehen hat, aber wir steigern uns in der ganzen Geschichte, dass wir einfach auch andere Variationen bekommen. Zum Beispiel, was ich zum Beispiel kenne oder wo, glaube ich, fast jede Frau immer dran scheitert, sind die Liegestütze und wir haben die Stair-Push-Ups. Ja, ich liebe die Stair-Push-Ups, weil ich da einfach gerade stärker werde in der Armarbeit und ja, das
die mitreißenden Beats, die muss man natürlich einmal hören. Und dann ist natürlich das nächste halt in dem Workout, was ich immer wieder erlebe, die Gemeinschaft, diese gemeinsame Energie zusammen erleben und die Motivation des Trainers, weil jeder Hitze-Beat-Trainer hat so eine bestimmte Energie, wie er die Power an die Teilnehmer weiterbringt. Und das ist wirklich so, so schön zu sehen, dass du, ich habe jemanden im Kurs, die hat gerade 60 Kilo abgenommen, ja, und macht das erste Mal wirklich ein Training mit körpereigener Kraft, ja, und stößt dort an ihre Grenzen. Und genauso jemanden, der hat schon sonst welche Ausdauersportarten und ist super trainiert, und selbst den bringe ich an seine Grenzen, indem ich irgendwie noch ein paar Burpees reinhaue, ein paar Jumps und auch er pustet. Und alle haben am Ende ein Glück, also ein Lächeln im Gesicht. Und was ich also auch nochmal richtig schön fand, sogar bei älteren Leuten zu sehen, also das war mein erster Kurs mit, ich glaube, knapp 15 Teilnehmern. Da war der Älteste knapp 70 und alle sahen irgendwie im Cooldown so ein bisschen, naja, ernst aus. Und da war ich echt das erste Mal so, okay, ich glaube, denen hat es nicht gefallen. Aber die waren einfach nur voll K.O., ne? Und die kamen auf einmal, das war richtig, ich kann es gar nicht beschreiben, die kamen auf einmal alle auf mich zu und meinten, wow, das war richtig toll. Und dieser 70-Jährige kam zu mir und meinte, krass, ich finde das richtig gut, jede Muskelgruppe wird hier angesprochen, ja, der Kopf, man hat Gehirnjogging dabei und das finde ich halt auch so gut, ne? Du machst nicht nur einfach deine Übungen, hier Bizeps, Trizeps oder irgendwas, sondern du wirst halt hier auch nochmal ein bisschen angeregt und ja, das ist einfach echt richtig schön zu sehen. Nice, nice. Ja, freut mich auch, dass das auch bei deinen Teilnehmern ankommt. Jetzt, ich habe das Gefühl, du kennst meine nächsten Fragen und ich muss mir schon dann die nächste ausdenken, weil ich wollte auch auf deine Teilnehmer angehen. Jetzt hast du das aber schon beantwortet. Was sind denn deine Ziele jetzt? Jetzt hast du die Ausbildung mit den Teilnehmern, mit dir selbst. Was möchtest du in den nächsten Wochen, Monaten oder auch vielleicht Jahren umsetzen mit dieser Leidenschaft, die du jetzt verbreitest? Ich möchte, also das ist auf jeden Fall jetzt mein Ziel, ich möchte eine feste Community mir gerne aufbauen. Ich mache das jetzt gerade schon bei uns mit Outdoor-Kursen, die ich jetzt fest immer sonntags anbiete. Bei uns sind viele mit Familien unterwegs und da hat sich jetzt tatsächlich auch ein Termin gefunden, der bei vielen passt. Und ja, wie gesagt, da kommen auch viele und die sagen dann, ja, ich muss mal wieder ein bisschen sportlicher werden und die merken dann auch, ey, cool, das fetzt. Und jeder, wo ich denke so, ich weiß nicht, ob es ihr jetzt so gefallen hat oder so, kommt danach zu mir und sagt, ich komme wieder. Ne? Also die sind so krass dabei, das ist wirklich, also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und tatsächlich würde ich das gerne per Zoom dann noch anbieten. Alleinerziehend ist das natürlich, findet man da auch irgendwie seine Wege. Aber das ist halt auch das Schöne mit Hitzebeat. Du kannst ja von überall aus arbeiten und du brauchst ja nichts außer deine Box, dein Handy, schmeißt die Musik an und dein Wissen. Ne? Du hast deine Trainer-Area bei dir, den Trainer-Guide. Du selber kannst dich immer weiter durch die App oder durch Community-Events oder etliches weiterbilden. Und ja, das sind so meine Ziele. Und noch schöner wäre es natürlich, einen Kurs fest in Berlin zu finden. Aber da muss man halt mit den Kurszeiten gucken. Okay, wir haben schon rumgesprochen, ob wir hier ein Hitze-Beat-Studio eröffnen wollen. Geil, geil. Das ist ja einer unserer Ziele. Ich weiß nicht, vielleicht Ende dieses Jahres auch mal so eine Hit-the-Beat-Box zu erbauen, zu realisieren. Mal gucken, da sind schon unsere Köpfe am Rattern. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wir haben über die fachliche Geschichten gesprochen, über die Community. Und jetzt würde ich gerne von dir hören, welches Gefühl gibt dir Hit-the-Beat am Ende? Wir haben über Gedanken gesprochen, über die Emotionen. Die lösen dann Gefühle aus. Welches Gefühl verbindest du mit Hit-the-Beat? Also eigentlich schwer zu beschreiben, dieses Gefühl, aber ja, ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, so ein bisschen ist halt es ist halt meine Leidenschaft, also es ist so meine Passion geworden, es ist etwas geworden, wo ich sage,
ohne Hit the Beat wäre ich heute tatsächlich nicht die, die ich jetzt bin. Es hat mich in so vielen Punkten einfach so krass wachsen lassen, mindsetmäßig, körperlich. Ja, selbst in meiner Erziehung bringt mich Hit the Beat weiter, weil ich das selbst dort irgendwie, also das Mindset, auch das Körperliche, ich kann das alles irgendwie weitergeben und Leidenschaft, positive Energie einfach nur, es ist ein Zusammenhalt, es ist ja dieses Hände, die einander fassen und nicht loslassen, es ist, ich habe noch nie bei Hit the Beat was Negatives irgendwie erlebt oder negative Menschen oder es ist einfach nur Fairness, es ist, jeder wird mitgenommen, also jeder, egal. Geil. Ja, freut mich echt extrem zu hören, berührt mich natürlich auch deine Worte, freut mich mega, dass es so funktioniert bei dir und so ankommt. Ich werde deinen Instagram-Kanal, also an alle Berliner, die das jetzt hier sehen und Lust haben, auch Kurse zu geben. Chris da unten ist dann verlinkt auf ihrem Instagram-Account. Da könnt ihr ihr gerne schreiben. Sie lädt euch bestimmt recht herzlich zu ihren Kursen ein. Und wenn ihr auch Interesse habt, an der Hit the Beat-Ausbildung teilzunehmen, kommentiert unter dem Video. Ihr findet einen Link unter dem Video, wo ihr euch auch wie Chris da als Trainer bewerben könnt, in die Calls gehen könnt, euch alle Fragen, die euch einfallen, könnt ihr stellen. Wir sind da sehr, ihr seid herzlich willkommen. Da ist keine Frage unerwünscht. Wir helfen euch da. Oder ihr schreibt hier in die Kommentare und besucht einfach einen Kurs. Ich gebe auch einen Kurs in Berlin. Kriegt ihr dann hier auch raus, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr möchtet oder hier unter das Video. Und Christa, danke dir für deine Zeit. Wünsche dir einfach ich noch... Gerne, gerne. Danke dir. Vor allem wirklich nochmal an die Creator, danke. Großartig, wirklich richtig geiles Konzept und kann ich nur jedem empfehlen. Macht es. Einfach mal machen und diesen Weg erleben. Weil Beschreiben ist manchmal wirklich schwer. Geh den Weg. Geh den Weg, das sagt die Christa richtig. Wachse, lerne, wachse bei dich hinaus, nimm jede Herausforderung an. Die Worte gebe ich auch gerne weiter an euch, die das Video gucken. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.